Also, herzlich willkommen. Ihr habt wahrscheinlich gerade gesehen, dass wir heroisch die nächsten 3 Punkte geholt haben Na für die du. Eintracht. Hooray! Und jetzt auf dem Weg zum Bounce Cup, ab nach Hildesheim, machen wir ein bisschen Quatsch. Lass doch einmal seriös sein und nicht nur Quatsch machen. Das ist doch quasi der Anfang von unserem neuen Art Content. So, wir fahren jetzt mehr raus und wir sind mehr mit Leuten und wir müssen noch einen guten Eindruck hinterlassen. Das wird schwer. Frage bitte. Sie wollen nur angeben, ob Sie Ihre Penislänge im irrigierten Zustand kennen oder nicht. Angekommen in Hildesheim, Knieschmerzen, 9 von 10 im Auto. Dank der heroischen. Du, nicht ich. Bounce House Cup Tag 2 ist vorbei und wir sind pünktlich da. Gehört, hier kommt Matthias Liebhardt vom VfB. Sorry, dass wir pfeifen gewonnen haben. Ist ehrlich vorbei, ne? Tut mir wirklich leid. Jetzt haben wir Blinde im Finale direkt wieder. Blinde im Finale. Aber ist gut, kurzes Finale, scheiß Trikots, ja. 65 Minuten, morgen Finale durch. Hallo Freunde, die Mikrofone waren kurz leer, aber wir sind angekommen. So sieht es hier aus. Kennt ihr natürlich schon. Morgen, letzter Tag der Bouncers Cup. Wir sind heiß auf... Worauf eigentlich? Hä? Worauf sind wir heiß morgen? Viele bekannte Gesichter zu sehen und so. War ganz nett. Wir haben eben schon ein bisschen abgehakt. Mit dem Feiri ein bisschen getalkt. Ja. Itamar Stein geht heute wieder saufen. Wir haben ja ganz viele Leute. Zum Beispiel haben wir nach 2 Jahren Shitstorming auf Itamar Stein, kam er an und hat sich gefreut, uns zu sehen. Hey, ich hatte immer Itamars Rücken. Ist doch gut, aber weißt du? Ich wollte es nur nicht zugeben, dass alle immer erzählt haben, dass er ein Scheißtrainer ist. Die haben alle echt überzeugend so getan, als würden sie sich freuen, dass wir da sind. Das ist echt gut. Der Mikrofon ist aus. Jetzt nicht mehr. Okay. Es ist kurz nach 12. Wir sind seit einer halben Stunde hier und wir machen das, was Dirk Funk und Alex Walkenhorst immer machen auf dem Zimmer. Sie pimmeln am Handy rum, reden kein Wort miteinander. Zwischendurch gibt es einen dummen Spruch. Ey, habe ich eigentlich schon meinen geilen Mizuno-Trainingsanzug präsentiert? Das ist mein das All-Time, wahrscheinlich so Top 3 Trainingsanzüge, die ich in meinem ganzen Leben hatte. Wie teuer ist mein Outfit? 80er ist der Prügel, gut bezahlt wahrscheinlich. Ich glaube, kostet 0 Euro, weil wir es nämlich von Mizuno gesponsert kriegen, wir als Athleten. Na, fuck, man. Das falsche Seite von der Socke, ne? Wann geht's morgen los? 12 Uhr erst, Alter. Das ist wirklich, ich weiß auch nicht. Die haben das jetzt auch freundlich gemacht für die Sponsor-Mitarbeiter. Das wird schwierig mit der Produktion morgen. Sein. Michel wird es richtig zertrümmert sein. Ich glaube, Michel geht all in. Ich glaube, Loki Daniel geht heute auch mit. Ja, und Yannick Schiller natürlich. Yannick Schiller wird morgen. Ja, gut, der ist eingeplant. Seine Premiere bei Dün wird er sowas von vergeigen. Wo? Ja. Sie. Gut. Ja. Sehen wir uns morgen, lieber Chet. Also, oder auch nicht, weil wir morgen aufteilen. Oh, dann geht das schon wieder in die Hose, Dirk. Du schneidest das rein und ich krieg wieder Ärger. Weil du die Firma falsch aussprichst, weil du die Leute mit ihrem Chat ohne Chat ärgerst. Mit ihrem Chat ärgerst. Wir beide morgen unaufbesichtigt. Okay, gut. Bis morgen. Gute Nacht. So, wir sind angekommen. Wieder Platz 5, die beiden Aufsteiger, Bitterfeld-Wolfen gegen Karlsruhe. Gab jetzt erstmal einen halben Liter Kaffee. Olaf ist auch da. Top. Zweite Liter Kaffee. Bei dem Zuspieler hast du gesagt, der sieht aus wie ein Larry, ne? Ja, der hat auch gestern noch gegen uns Verwandtsliga gespielt, oder? Könnte aber auch am Trikot liegen, weil das echt nicht geil ist. A random Summy appears. Bitte? Olaf airdroppt mir irgendein Video. Keine Ahnung. Dirk und ich haben uns gestern noch ein bisschen angefasst. Wie war's? Hast nicht so gut. Hast nicht genossen? Nein, nicht so gut. Dirk ist wirklich nicht gut. Also der einzige Bonus, den er hat mit seinen Bauernfingern, der ist halt im Spielchen Mann mit Mann nicht so relevant. Nicht so relevant. Ja, ja. Und damit ist halt nutzlos. Sag ich dir, wie es ist. Das ist ein Problem. Musst du den anderen suchen. Ja, das ist ein Problem. Was sind die großen Takeaways nach Satz 1 hier? Komm, jetzt mal Urteil. Mal viel zu frühes Urteil. Potenziell, also ganz ehrlich, ich habe die anderen Dullis noch nicht gesehen, aber sind wahrscheinlich die beiden besten Aufsteiger und eine Bereicherung, weil die können beide echt gut Ball spielen. Diszipliniert, engagiert, der Kaffee wirkt. Wo sind hier die Toiletten? So, jetzt wird's ganz wild. Olaf ist an der PTZ-Kamera. Ja, warte mal, ich versuche jetzt mal, ob ich den verfolgen kann mit rauszoomen. Pass auf. Ach, schlägt der ins Netz, der Hund, Alter. Ich hatte ihn gut drauf, Mann. Guck mal hier, da, Bauchmuskeln drauf. Ach, scheiße, weggesoomt, Alter, fuck. Ich geh mal zu Marco und sag dir mal, dass er dich auch reinschalten soll, ne? Hatte ihn drauf, als er sich an die Klötze gefasst hat. Okay. Hier haben wir erstmal unsere Dünen-Kommentatoren. Oh, dein, sorry. Ich kann ja durchgehen, gibt eh keine Facecam. Schalt mal die wackelige PTZ-Kamera jetzt mal schön auf rein, ne? So, jetzt gucken wir uns den Ballwechsel mal an. Daran werden wir dich messen. Hast du
ein schönes Ass hast du dir da geholt, wa? Spiel's auf. Gott, wie er sich konzentriert. Ach du Scheiße. Was macht er da? Oh mein Gott. Nein, ich hab die Sicherung verkackt. Geile Haare, Alter. Ich steig mal die Herren. Schon herrlich, wie wir predigen, dass der erste Finaltag auf Deins richtig ernst genommen werden muss. Und du hast nichts Besseres zu tun, als den Kommentator Abkora zu geben. Ja, Sie, grüß dich. Ja, alles gut? Ja, muss ja, ne? Happy belated birthday, man. How are you doing? Thank you, man. Doing good, man. It's good. Going strong? Yeah, we're sick, yeah. Well, I mean, we're not even the championship, but you know. It's all right, so. Hey, is it cool for you if we give you like a mic that you're gonna be mic'd up for just a warm-up? Yeah, so you can just be you, do a little shit talk. Du nicht. Ja. Jetzt darfst du Vollgas draufgehen. Krieg die Insights jetzt. Also jetzt wird's auf jeden Fall ganz wild. Gage Worsley mic'd up beim Warm-up. Wenn das nicht knallt, weiß ich auch nicht. Das könnte krachen und pfeifen. They mic'd me up for the warm-ups. Usually when people mic me up, I usually start the clip off with I'm gonna make this shit unusable. Dude, Dirk, I didn't know until he posted like last year. He's fucking jacked. What is he? Dirk is jacked. He's yoked. What is Jack? Jack is fucking muscular, huge. Yeah, he's on roids for sure. These late night games, I can't see well. So then it's like. You know what Toby Brandt did last season before every match? No. Eye drops? I just did that. I'm gonna do it before every set. Because literally everything just gets like, whoa. And I can't see. And as the game gets more and more and more, my reception just gets. Look at that lemur. The goddamn flying squirrel right there. So Lisa, before I go and hit, that's when I'll come to you for the eye drops. One in each eye. I'm gonna lay down. I'm so bad. Up. Ah. Scheiße. Andiamo. Hey, brother. I guess I'm done. Is this in German or English? This? Das ist. Das ist fantastisch. Before I say anything stupid. It's not translating automatic. These are sleepy. Wakey, wakey. Hello. Heads up. All right. Thank you, Klaus. Ah! Cristiano Ronaldo. Dude, I'm serious, dude. I really gotta shit myself. Dude, I think it'll keep my like feet moving. You should just go to the bathroom. You got 3 minutes. 3 minutes? No, I gotta take eye drops. You know what I'll do? When we're doing the announcements, I come straight from the bathroom. I gotta go to the bathroom real quick. Oh, they're gonna get mic'd up. Wait, honest, we have to hit soon. After. Lisa, sprinkle me. Just give it to me. Ooh. Good job, Gage. Oh, I hate this. Good job. That was so bad. Thank you, thank you. Fuck. There we go. Oh, no, get sad. Ah! What the fuck? Ah! Daddy, chill. Where are the fucking lights, yo? The fuck? Good block, Jess. Whoa! I know Kung Fu. Hey, aber Shoutout an Giesen. Film mal die Tribüne, Alter. Die ist cool. Fucking hell, man. Sorry, Dick! Don't kill that lady, dude.